Herzlich willkommen zurück hier in den Schatten bei Shadowrun Dragonfall. Wir sind derweil auf dem Weg, um noch ein paar Geister, Blutgeister, zu bekämpfen. Und zwei haben sich da noch irgendwo, genau, versteckt. Die umrunden uns hier von hinten. Nein, nicht nachladen. Das geht noch nicht. Dann suche ich mir... Ja, hier gibt's keine ordentliche Deckung, ehrlich gesagt. Gehe einen Schritt näher ran, dann habe ich den anderen auch gleich im Visier. Beziehungsweise Yuna hat den anderen dann auch im Visier. So, Eager. Ich stelle sie absichtlich weiter nach hinten. Dann ist die Chance, mit ihrem Snipergewehr zu treffen, ein bisschen höher. Aber auch sie verfehlt hier. Ganz schwache Leistung hier gegen die Blutgeister. Dann wird es vielleicht den Nahkampf richten, aber die sind schwer zu treffen aus irgendeinem Grund. So, gut, nachdem beide da sind, Dante, dann darfst du ja auch wieder mitmischen. Sehr schön, wenigstens einer krittet hier. Oh, scheiße, 24. Das ist aber definitiv nicht das Beste. Ich könnte ja auch ein Elementar beschwören, aber ehrlich gesagt möchte ich das jetzt hier noch nicht. Weil ich kann hier zwar lebenserhaltende... Wie heißt das? Also ich kann hier Lebens... Medkits... einfach nachkaufen, aber mehr dann auch schon nicht mehr. So, Iga muss nachladen. Glory. Und Glory richtet ihn hier vielleicht... Sorry übrigens für den Huster, falls du euch die Ohren rausgehaut hat. So, Yuna kriegt hier Schaden ab. Und vernichtet im Gegenzug mit einem Crit dieses nette Wesen. So, Iga muss hier eine bessere Schussposition einnehmen. So, Glory, du bist wieder dran. Ja, und sehr schön, dieses Mal haut sie es hier aber raus. Dante, kannst du es vielleicht zu Ende bringen? Nein, anscheinend nicht. Musste noch eine Runde überstehen. Und Gott sei Dank verfehlt er, denn Dante hat hier ziemlich low energy. Und da ist er auch schon tot. Sehr schön. Wir kriegen Lebensenergie wieder zurück. Das ist nice. Und damit hätten wir die Geister hier auch ausgenockt. Das nehme ich mit, dieses Medkit. So, das heißt, wir haben hier die Geister getötet. Wir könnten somit im zweiten Stock unten Bescheid sagen, dass wir das gemacht haben. Aber ich will hier erst noch mich weiter umsehen, denn hier muss es ja auch noch diesen geben, mit dem ich erstmal umnieten muss. So, öffnen wir mal diese Tür. Okay, sieht mir nach Gängern aus. Oh, und Yuna ist ziemlich low on energy. Kann sie sich noch einmal heilen? Bringt nichts. Dann schieße ich ihr ein Medkit rein. Wir wollen ja nicht, dass hier noch was passiert. Und ich kann mir unten noch Medkits kaufen. So. Ach so, das bringt überhaupt nichts. So, Iga postiert sich hier in der Ecke. Und schießt ihn gleich mal hier mit ihrer Flinte an. Sehr schön. So, Glory geht hier ebenfalls schnell in den Infight. Denn vielleicht können wir ihn noch, genau, down bekommen, noch bevor er überhaupt... Oh, das wollte ich jetzt nicht. Bekommen wir noch ein Magnificaia Amulet, oder wie auch immer das heißt, so Dante. So, ist Yuna wieder die Erste, aber hier gibt es zumindest Halbdeckung. Und da haben wir eine Magnificaia Mage. Und die halten hier ein Ritual ab oder sowas. So, Iga postiert sich hier hinten in der Ecke. Nein, hier ist ja auch noch ein Platz, um in Deckung zu gehen. Das ist perfekt. So, Glory. Kann sie noch angreifen? Ja. Muss mal schauen, ihre Adrenalinpumpe könnte ich mal wieder anschmeißen. Und Dante geht hier ebenfalls in den Infight. Hast du noch genügend AP für... Nein, aber du kannst zumindest einen Flammenatem machen. Sehr schön. Und die Zwergin hier ist unter Feuer. Dante bekommt hier einen Blitz ab.
So, was macht der hier? Nochmal Feuer. Ach du Scheiße. Okay, Dante ist jetzt hier bald down. Der beschwört sich hier was. Könnten wir auch tun, aber wie gesagt, noch habe ich genügend Heil-Items und ich kann unten welche nachkaufen. 50 Damage auf Glory. Heilige Scheiße, ey. Okay, so, Yuna. Beziehungsweise, wie wollen wir es denn machen? Glory heilt sich erstmal selbst. Sehr gut. So, dann greift sie an. Und der erste ist hier mal down. So, Yuna. Schickt hier mal eine kleine Salve rüber. Trifft aber nicht. Jetzt immerhin schon einmal. So. Wenn ich hier auf das Gewehr umschalte, sind die Trefferchancen auch nicht besser, aber Dante steht im Weg. Deswegen werde ich es, glaube ich, schon mit dem Gewehr machen und mit dem hier. Aber sie trifft trotzdem nicht. Das gibt's doch nicht jetzt, wenigstens ein Treffer. So, und Dante, Feuerball, so würde er beide treffen. Sind immerhin 8 Schaden und Feuerdamage noch mit dran. Und eigentlich hätte ich jetzt noch mit dem Hundekeks heilen wollen, fällt mir da auf. Naja, kann man nichts machen. Gott sei Dank verfehlt der Mage hier. Aber der hier wahrscheinlich nicht. Doch, ebenfalls. Sehr gut. Scheiße. Dante ist down. Dieses verfickte Feuerelementar. Nein, wieso gehst du denn da jetzt hin? Kann doch nicht dein Ernst sein, Yuna. Okay. Sie kümmert sich um den Mage, der hier die Beschwörung gemacht hat. Sehr gut, ein 40er Crit hier rausgehauen. Und der ist ebenfalls weg vom Fenster. So, bleibt Glory. Komm schon, mach ihn fertig. Und Dante versucht es ebenfalls, denn dann könnte es auch sein, dass das Elementar flöten geht hier. Jetzt triff ihn! Scheiße. Okay, das Bumona Gold. Braucht Yuna hier. So. So, und da ist auch das Elementar down. Puh. Das hat uns jetzt einiges gekostet, dieser Fight. Und wir bekommen hier nochmal 4 Amulette. Wahrscheinlich wird aber trotzdem nicht die doppelte Kohle dabei rausspringen. Mir ist nämlich aufgefallen, ich kann ja nur dann mir wieder Trauma-Kits kaufen und solche Sachen, wenn ich auch Kohle habe. Und die habe ich ja nun mal nicht. Scheiße. Aber eins nach dem anderen. So, das müsste dann also der letzte Raum hier sein. Angeschlagen, angeschlagen, angeschlagen. Nicht so angeschlagen. Was haben wir hier? A high-pitched creaky voice shrieks out from intercom. Go away, I won't let you any spirits in here. You can't hurt me behind my door. No, you can't. I'm not a spirit. Was antworten wir denn da? I'm a spirit, alright. And if you don't open the door right now, I'm going to come in there and eat your soul. No, 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 please don't eat me, I'll do whatever you want. Und die... Can't believe that this worked. Bin gespannt, wer uns da drin jetzt erwarten wird. Dürfte wohl niemand von relativ hoher geistiger Gesundheit sein. Und wir haben hier einen Communionist. Okay, nichts Aufregendes. You don't look like any spirit I've ever seen, but you said you were a spirit. You must be a spirit. They're everywhere now. All of the places. Yes, all spirits. It's not safe. Can't reach communion. Can't hear communion. It's not safe. Hello? Oh no, this was a mistake. I should have opened the door. It's too late. Is it? It is. Calm down. I'm not here to hurt you. Lies. Deceit. You seek to deprive us, to remove us, but you cannot. You will not separate us from communion. I has warned. The communion told us that the death would try and take us. We must resist. He pulls something long and slender out of his jack pocket. A knitting needle. You will not listen, so we'll put out your ears. Now hold still.
Ja, es tut mir echt leid, dass ich den jetzt über den Haufen schießen muss. Aber, tja, er wollte mich mit einer Nadel pieksen. Und das kann ja nicht angehen. Hier ist noch was zu holen. Okay, wieder eine Droge. Ich werde hier übrigens, ich werde jetzt hier mal noch kurz ein Safe Game anlegen, nur für den Fall, dass uns hier irgendwas Unangenehmes erwartet. Wir haben jetzt doch schon relativ viel erreicht hier in diesem Wohnblock. So, letzte Tür hier. Okay, hier ist niemand. Auch gut. Haben wir ja noch irgendwas übersehen? Ansonsten gehe ich erst nochmal wieder nach unten. Ja, weil hier haben wir alles durch. Da war der große Raum mit den Geistern. Na, dann lauft mal, meine Hübschen. Wartet mal. Ich schaue jetzt nochmal nach. Kill Tritamius. Missionsobjekte. Nein. Okay. Vielleicht finde ich unten nochmal einen. Ja. Weil hier war auf jeden Fall nicht, würde ich sagen. Go to the ground floor. Und wir gehen jetzt nochmal nach draußen und reden nochmal mit dem Typen. So, wo haben wir ihn denn? Hier. Ulrich. So. I've got a few magnificent trinkets to sell. 9 Amulet means 1800 Nuyen in your pocket. Okay, sehr gut. So. Okay. Mich wundert ja das hier. Weil das ist eine Erste-Hilfe-Kiste. Aber ich heilen kann ich mich damit nicht. Ist ein bisschen strange. So, vorher bin ich durch den Eingang gegangen, aber ich bin bei dem rausgekommen, oder wie? Na, das ist der gleiche. So, war es der hier, wo ich was kaufen konnte? Hallo, Karl. Lass mich sehen, was du hast. So, wir kaufen uns die Medkits. Alle am besten. Und das Bumona. Ja. Sehr gut. Achso, ich habe die Granaten gar nicht eingesetzt, was eigentlich schade ist. So, Dante kriegt hier ebenfalls, der kriegt sein Bumona wieder, zumindest das Schwache. Und Medkits. So, jetzt muss ich aber schauen, wo war der Typ, oder wie komme ich zu dem Typ, den ich umbringen muss? To the second floor. Wir müssen jetzt auch noch den Leuten sagen, dass jetzt keine Geister mehr da sind. Das war hier unten, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Hier in etwa. So, hallo Franz. Do you know where the Magnifica hideout is? Can't help it if you used to see a lot of Magnificas. You want to know the hideout is? I'll ask Parson. Or maybe step aside to ask Ulrich. Okay. So, about the spirit. Is it safe? I dealt with the spirits. It's safe now. Thank you so much. Und wir kriegen 3 Karma. There aren't many people left that put themselves in danger to help a bunch of strangers. I'm happy to help. So, und die gehen. Aber das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Habe ich jetzt alle... Ich schaue nochmal alle Türen durch. Das kann ja nicht sein. Irgendwo müssen die ja gewesen sein. Also hier haben wir definitiv alle Räume durch. Kann sie uns noch irgendwas sagen? Janet, dürfen wir dich nochmal stören? Okay, just looking around. Janet kann uns hier auch nicht mehr helfen.
Okay, dann gehen wir nochmal rauf. To the third floor. Irgendwo muss ich ja auch hier dieses Passwort, also dieses Shark Tank, diese Notiz einsetzen können. Das wundert mich hier auch noch. Haben wir da hinten irgendwelche Türen übersehen? Weil hier ist es so dunkel. Da ist jetzt Franz wieder eingezogen. Da waren die restlichen Beschwörertypen. Ich gehe hier nochmal lang. Dass da nur dieser eine Wahnsinnige war. Weil hier hinten sind definitiv noch Räume. Da, ich sehe hier sogar noch Räume. Achso, das sind die Klos, verstehe. Aber hier gibt es nichts, gar nichts. Okay. Ja, ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich mache für diesen Part mal Schluss und dann sehen wir beim nächsten Mal, ob wir was finden. Also das war's hier von Shadowrun. Macht's gut, bis bald, euer Chris.